Talking, Achtung Deutsch. So, liebe Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren auf der KSDS-Bühne, ich begrüße Sie sehr herzlich zum nächsten Talk. Was macht ein Informatiker, wenn er in der Küche steht? Das ist eine rhetorische Frage, die wird beantwortet werden von unserem lieben Limluk. Limluk, komm hoch. Ich glaube, wir müssen gerade den Übergang ein bisschen füllen. Ja, ich denke, das sollten wir noch hinkriegen. Limluk ist, genauso wie ich, ein Teil von Chaos West, ist das richtig? Ja, also ich wohne ja kaum von dir entfernt. Wir kennen uns auch persönlich, ist das auch richtig? Ich glaube, wir sind uns in Siegen schon mal begegnet, ich weiß auch nicht. Diese Bühne hier ist ja eine Self-Organized Session. Und ich habe Limluk gefragt, ob er nicht einen Vortrag halten kann. Das war wann? Oh, gute Frage, müsste jetzt... Ich weiß es gar nicht mehr, wann du mich gefragt hast. Auf jeden Fall... Naja, ich hatte da so ein Problem in der Küche, was dann irgendwie wieder zu Yak-Shaving geführt hat und da kam irgendwie ein Vortrag bei raus und ja. Sehr schön. Und wann bist du damit fertig geworden? Ich glaube vor einer halben Stunde. Es sind 20 Minuten. Ah, okay. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem großartigen Limluk und seiner Weihnachtsbäckerei. Applaus. Ja, was macht ein Informatiker, wenn er in der Küche steht? In meinem Fall Plätzchen backen. Also das, was man zu Weihnachten üblicherweise in deutschen Küchen so tut. Ich dachte mir an dem Sonntag, ja, was machst du? Versuchst mal Plätzchen zu backen für deine Freundin. Kurz darauf kam ich dann auch direkt schon zu den üblichen, tieferen Sinnfragen des Lebens. Was ist ein Plätzchen? Und dachte mir, ja, komm, ich bin Informatiker, das kann man auch mit Informatik lösen. Machine Learning ist ja gerade so der heiße Scheiß. Diesen Vortrag, also auf diesem Kongress haben wir ja, glaube ich, 4, 5, 6 Vorträge zu Machine Learning und was so alles die Implikationen davon sind. Und ich finde, Machine Learning kann man auch in der deutschen Küche anwenden. Also habe ich mir überlegt, ja, bestimmen wir jetzt mal einfach, was ist ein Plätzchen? Was gehört da rein, was gehört da nicht rein? Wo geht man da hin, wenn man wissen will, wenn irgendein Rezept braucht? Zu Chefkoch. Eine wunderschöne Seite, 316.834 Rezepte momentan. Das weiß ich, weil ich sie alle runtergeladen habe. Das wollen die eigentlich nicht. Ich dachte mir, ich bin Informatiker. Cool, die haben hier eine API rumliegen. Ja, was mache ich? Nehme alle Rezepte aus der API raus. Magst du ein volles Mikro nehmen? Ich nehme auch ein volles Mikro, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen länger reden. Also, nächster Schritt, Skript schreiben. Ach nee, erstmal natürlich böser Hacker sein, Hoodie überziehen, Handschuhe anziehen, man will ja nicht erwischt werden, wenn man irgendwie die Daten klaut von irgendwoher und dann ein Skript schreiben. Was habe ich getan? Ich bin einfach jede ID, die möglich ist, durchgegangen, habe sämtliche Daten dazu als JSON mir geben lassen, habe sie runtergeladen und in eine NoSQL-Datenbank reingepackt. Jetzt heißt es NoSQL, hipster Scheiß, warum tust du das? Ich habe festgestellt, SQL-Datenbanken skalieren bei irgendwie 314.000 Daten, die irgendwie nur lose zusammenhängen, nicht. Um genau zu sein, gar nicht. Da habe ich dann irgendwie ein paar Stunden drauf gewartet, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskam und habe es dann einfach eben kurz in MongoDB reingepiped. Also irgendwie auf diesem LED-Listweg kann man das nicht so gut lesen, na egal. Nicht so wichtig. Nächster Schritt, nachdem ich die Daten runtergeladen habe, war, lade ich sie mal, gucke ich mir mal einfach an, was ist denn da eigentlich drin? Ja, dann habe ich festgestellt, ja scheiße, eine Datenbank mit irgendwie 3000 etwas Spalten und 316.000 Zeilen ist nicht wirklich gut zu handeln. Also, ich stand davor und dachte mir, das sind Daten, was jetzt? Okay. Dachte ich mir, ja, guckst du mal an, korreliert da eigentlich irgendwas? Nee, irgendwie wirklich was zu sehen ist da auch nicht. Also schaue ich mir erstmal einzelne Sachen an. Ja, gucke ich mir mal an, was hat eigentlich so das Chefkoch-Rezept für Kilokalorienangaben? Wie fett werde ich, wenn ich irgendwas esse, was bei Chefkoch gekocht wird? Ja, sieht irgendwie auch doof aus. Irgendwie sind da so komische Werte mit irgendwie 65.000 Kilokalorien. Das erscheint mir irgendwie doof. Also, was tue ich? Ich habe Ausreißer und will diese loswerden.
Wer von euch hat mal Statistik? Hände hoch. Oh, sehr schön. Was tut man, um Ausreißer loszuwerden? Vorschläge? Okay. Sinnvollerweise haben wir drei Möglichkeiten. Wir konvertieren das Ganze und betrachten uns die Daten logarithmisch. Ist ein bisschen umständlich. Also ja, kann man machen, sieht man dann aber fürs Auge nicht mehr wirklich viel. Weil muss man dann immer denken, logarithmische Umformung, nee, lasse ich. Ich kann meine Daten quasi als Signal betrachten. Das heißt, wie jedes andere Signal auch, und interpretiere Ausreißer einfach als Störsignale, die eine Frequenz haben, und kann mir über eine Fourier-Transformation einfach mal angucken, was für Störsignale ich da drin habe. Ah, ist aber bei Textdaten auch eher unschön, um genau zu sein. Gerade bei Textdaten und so random Kram bringt das nicht wirklich was. Bleibt die letzte, der wunderbare Interquartilsabstand. Ich gehe hin und sage, was sind die 50% mittleren Werte, die ich habe? Ich nehme also sozusagen um den Mittelpunkt sozusagen 25% nach oben, 25% nach unten die Daten raus, gucke mir diese Grenzen an, multipliziere diese Grenzen dann nochmal mit 1,5, dass ich halt nur ein bisschen, ja, sagen wir mal 96% der Daten grob kriege und habe eigentlich dann alle Ausreißer nach oben, nach unten eliminiert. Ja. Und schon weiß ich, ja, im Mittelwert hat so ein Chefkochrezept ungefähr 350 Kilokalorien. Ja gut, kann man jetzt auch nicht so viel mit anfangen, aber für andere Parameter kann das halt schon mal interessanter werden. Nächster Schritt, jetzt habe ich meine gesamten Daten. Ich will auch meine gesamten Daten irgendwie verarbeiten. Also muss ich irgendwie die Dimension reduzieren. Das heißt, Dimensionsreduzierung heißt nichts anderes aus, ich habe jetzt meine 3000 etwas Variablen quasi und mache daraus 2. Wie mache ich das? Geschickter Trick nennt sich PCA. Ich mache lineare Funktionen aus meinen Variablen. Ich mache lineare Kombinationen raus. Hat man irgendwann mal im Zweiten Weltkrieg in England entdeckt. Wir können quasi Meta-Attribute erschaffen. Also Attribute, die drunterliegende Attribute beschreiben. Hat man damals gemacht, um die Stärke der deutschen Marine einzuschätzen, indem man quasi die Größenattribute von Schlachtschiffen in Meterattribute verwandelt haben. Was machen wir jetzt daraus? Wir wollen daraus jetzt quasi Rezepte beschreiben. Ist nicht ganz so glorreich wie irgendwie Schlachtschiffe, aber naja. Ja, plotten wir das Ganze mal. Sieht komisch aus und irgendwie... Nee. Irgendwie, das sieht doof aus. Was haben wir auf der X-Achse? Sozusagen, die X-Achse ist das erste Meta-Attribut, was wir geschaffen haben, die Y-Achse das zweite. Jetzt haben wir da so komische Linien drin. Jemand eine Idee, was das ist? Ja, Linien. Das sind Attribute, die sehr stetig steigen bzw. fallen. Zum Beispiel hochzählende IDs. Hochzählende IDs sind doof. Die machen uns nämlich wirklich hässliche Linien, sodass wir nichts anderes mehr sehen. Kurz Erklärung zu den Fragen. Zu den Farben, nicht zu den Fragen. Wir haben jetzt hier die grünen Attribute, sind quasi Rezepte, die getaggt sind mit sind Weihnachtsplätzchen. Während rote Attribute sonstiges Weihnachtsgebäck sind, beziehungsweise blaue Attribute irgendwelche Kekse, die nicht Weihnachtskekse sind. Das heißt, wir können unsere Plätzchen trennen von sonstigen Keksen und sonstigen Gebäckwaren. Also, was machen wir? Wir gucken uns jetzt die Daten an und eliminieren alle Attribute, die irgendwie einfach nur aufsteigend hochzählen könnten. Das sieht schon besser aus. Nun haben wir aber immer noch das Problem, optisch können wir jetzt kaum trennen, was dazu gehört und was nicht dazu gehört. Also wir können nicht ausmachen, wir können hier keine klaren Cluster ausmachen. Normalerweise nutzt man diese Technik gerne, um eben Cluster zu bilden, dass man genau sagen kann, hey,
diese Datensätze, also diese Cluster, die Datensätze an jene Cluster, weil aus diesen Meta-Attributen können wir jetzt sozusagen die Wichtigkeit der einzelnen Attribute nämlich wieder zurückrechnen. Sieht dann so aus. Das sind jetzt Weihnachtsplätzchen. Was lernen wir? Für Weihnachtsplätzchen ist sowas wie, also die brauchen relativ lange, also die Gesamtzeit ist relativ wichtig bei der Produktion. Ebenso auch sie müssen irgendwo mal zwischengekühlt werden. Sie haben, also auch die Vorbereitungszeit ist relativ wichtig und Zucker ist so die Hauptzutat. Was jetzt irgendwie nicht überraschend ist. Gucken wir uns das Ganze mal für sonstiges weihnachtliches Gebäck an, was keine Plätzchen sind. Ah, da sieht man auch schon Unterschiede. Während jetzt so gesehen bei den Weihnachtsplätzchen sowas wie Zucker die Hauptzutat ist, haben wir hier auf einmal als wichtigste Variable, die diese Gruppe kennzeichnet, sowas wie Zitronat, Orangeat. Heißt, hier werden vielfach so was wie Stollen, wie Christstollen zum Beispiel, wird in diese Kategorie reinfallen, wo halt eben Zitronat und Orangeat relativ viel drin ist. Nun, haben wir optisch gesehen, ja schon mal gesehen, hey, da gibt es Unterschiede, aber wir können jetzt nicht einfach durch einen Clustering-Algorithmus hingehen und sagen, ja, das ist das Cluster, das ist jenes Cluster, das funktioniert so nicht. Ja, lassen wir es doch einfach Maschinen machen. Was tue ich hier? Ich benutze hier Python und Keras als Machine Learning Tool. Und im Endeffekt ist es relativ simpel, was ich da tue. Ich teile zuerst meinen Datensatz. Ich will ja irgendwann später überprüfen können, ob mein Algorithmus, den ich gebaut habe, auch wirklich funktioniert für die Daten, die ich habe. Also lege ich mir einen Datensatz zur Seite, der später zum Test genutzt wird, zur Einschätzung der Qualität des Algorithmus und den der Algorithmus vorher noch nicht gesehen hat. Hier nehme ich jetzt einfach ein Drittel weg aus dem Datensatz. Das heißt, ich trainiere meinen Algorithmus mit 2/3 der Daten und lasse ein Drittel zur Seite später zum Testen. Als nächstes baue ich mir mein neuronales Netzwerk. Ich habe jetzt hier relativ wenig Daten, also nur einige tausend Datensätze quasi durch die Reduzierung auf eben Weihnachtsplätzchen und sonstige Gebäckwaren. Aber das macht es halt relativ performant. Wie sieht jetzt so gesehen dieses neuronale Netzwerk aus? Zuerst definiere ich mir meine Input-Schicht, also das ist, wo ich oben einfach meine Daten reinschmeiße. Dann habe ich einen Hidden Layer, also ein Layer, wo ich keinen direkten Zugriff drauf habe, was untereinander verbunden ist. Dense heißt hierbei bei Keras als Keyword, sind alle untereinander verbunden. Also jeder Knoten kann mit jedem reden und ich kann so gesehen dann nachher die Daten in mein Output-Layer reinschmeißen und bekomme unten noch einen einzigen Wert zurück. Nämlich einen Flow zwischen 0 und 1, wie weit jetzt gesehen dasjenige Rezept ein Weihnachtsplätzchen-Rezept ist oder eben nicht. Optisch kann man sich ungefähr so vorstellen, ich habe zuerst 12 Knoten quasi in meinem Input-Layer, die nehmen die Daten einfach entgegen und leiten sie weiter in meinen Hidden-Layer. Dort habe ich 8 Knoten und unten einen. Das heißt, ich reduziere die Dimension meiner Layer immer weiter nach unten, dass ich quasi einen Trichter bekomme. Und dieser Trichter filtert eben dann die einzelnen Rezepte durch. Das funktioniert auch noch mit den 3000 etwas Spalten für die verschiedenen Zutaten sehr performant. Ja, und dann muss ich ihm eigentlich nur sagen, hey, compile mir das und fange an zu trainieren. Das macht Machine Learning wirklich extrem simpel. Also das ist wirklich so eine Sache von einem Nachmittag, bis man damit die ersten Ergebnisse rausbekommen hat. Ebenso sieht man relativ gut, dass die Accuracy, also die Genauigkeit meines Algorithmus, also wie viele richtige Treffer in meinem Gesamtergebnis liegen, relativ schnell ansteigt.
Also am Ende, nachdem man die ganzen Zyklen durchgelaufen ist, war ich irgendwie so bei 96% richtige. Ich meine, kennt man ja vom Bahnhof Südkreuz, ist ganz okay. Meint zumindest Herr de Maizière. Wenn man sich dann die Testdaten dazu nimmt und anfängt, die Testdaten mit zu beurteilen und sozusagen die eigentliche Präzision zu testen mit Daten, die ihr nicht kennt, fällt das leider relativ schnell ab. Hier habe ich jetzt den Testdatensatz ihm übergeben und ihm gesagt, hey, wie viel Prozent Genauigkeit bekomme ich dabei raus? Und schwupps, ist man nur bei 72% Genauigkeit. Das heißt, 72% des Ergebnisdatensatzes, den ich kriege, sind auch wirklich Weihnachtsplätzchen. Die restlichen 28% halt eben nicht. Dabei muss man jetzt sagen, ja, das ist für Machine Learning wirklich ein absolut beschissenes Ergebnis. Weil wenn man jetzt rechnet, wenn ich jetzt mehr Datensätze drauf hätte, wenn ich noch mehr Rezepte mir irgendwo runterladen würde und da jetzt 100.000 Rezepte drauf werfe, ja, habe ich 72.000 Plätzchenrezepte, aber ich habe eben auch 28.000 Rezepte, die Mist sind. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Roboter da irgendwie meine Plätzchen backen lasse, ja, habe ich auf einmal jede Menge Sachen, die garantiert keine Plätzchen sind, da aber auch mit dabei. Dementsprechend eher nicht so. Das wiederum lässt einem, ja, sag mal, viele Schlüsse eigentlich zu, die jetzt an diesem Beispiel relativ, ja, sag mal, witzig sind, weil sie keine Konsequenzen haben, aber beim Einsatz von Machine Learning in der realen Umwelt wirklich gravierende Konsequenzen haben. Wenn man diesen hernimmt, also der würde das wahrscheinlich zur Terrorbekämpfung einsetzen, die, ich meine, keine Ahnung, irgendwelche islamistischen Plätzchen nicht den deutschen Backofen irgendwie hier besudeln oder so. Das Problem ist, eben auch hier, ja, 72% Präzision ist besser als raten. Es ist immer noch besser, als wenn ich einen Mensch da hinsetzen würde und ihn raten lasse, hey, ist das jetzt ein Plätzchenrezept oder nicht? Aber, naja, für alle anderen Dinge ungeeignet. Andere Schlüsse, die man daraus ziehen kann, die auch für die reale Welt wiederum geben, ist neben, wir brauchen eine hohe Präzision, wir brauchen die Daten. Weil wenn einer von euch jetzt einfach nur die Ergebnisse davon bekommt, hey, das sind sozusagen hier Plätzchen, 72% Präzision, ja, schön, kann ich auch nicht nachprüfen. Bekommt man das ähnliche Problem, wie gestern Morgen zum Beispiel in einem Social-Bot-Vortrag gezeigt wurde, ja, ich kann mit 72% Präzision sagen, was ein Bot ist, ich kann es aber nicht an irgendjemanden extern überprüfen lassen. Das heißt, das Ergebnis im Endeffekt, ja, so im luftleeren Raum relativ sinnlos. Weil ich ebenso nicht überprüfen kann, welche Gewichte, welche Struktur sozusagen hat dieser Algorithmus, der dahinter steckt und welche zum Beispiel Fehler jetzt gemacht wurden. Genauso gut kann es ja zum Beispiel sein, dass ich meinen Eliminierungsschritten, um meine Daten sozusagen zu verbessern, auch wieder Rückschritte gemacht habe. Das heißt, ohne die Daten, wenn ich sozusagen meine Daten nicht publiziere, ist mein Ergebnis wertlos. Was aber wiederum bei Plätzchen relativ egal ist, meine Plätzchen waren am Ende verbrannt und damit ist auch meine kurze Einführung in Probleme und Technik des Machine Learnings auch schon vorbei. Limlock, vielen lieben Dank für einen absolut großartigen Vortrag. Ich weiß nicht, ob man mich da hinten hat lachen hören, aber es war sehr unterhaltsam. Kommen wir nun zu Fragen von der Audience. Hat jemand Fragen? Zu Keksen? Ich komme gern. Moment. Ich muss sagen, ich habe bei der Vorbereitung hierfür mehr über Plätzchen gelernt, als ich irgendwie jemals mir geträumt hätte. Hi, eine Frage zu der PCA. Das sah so ein bisschen so aus, als ob du vorher nicht die einzelnen Eigenschaften reskaliert hast. Bitte? Du hast die Eigenschaften nicht auf den einen Unity-Range oder so
runterskaliert, sondern einfach auf die rohen... Nee, die sind schon skaliert. Das ist der letzte Schritt, den ich jetzt rausgelassen habe. Achso, okay, weil die Skalen so ganz so extrem unterschiedlich waren. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Das hätte ich jetzt auch aufgrund der Skalierung nicht erwartet. Kann sein, dass da auch noch ein weiterer, noch mal tieferer Fehler in den Daten liegt. Das habe ich jetzt auch nicht weiter überprüft. Okay, und kann ich noch... Genau, ich hatte eine Frage noch. Was ich mal versucht habe, woran ich so ein bisschen gescheitert bin, ist eine hochdimensionale Manifold zu rekonstruieren. Also ich habe Datenpunkte in, weiß ich nicht, 8 Dimensionen oder so, und ich würde da jetzt gerne irgendwie eine Interpolation kriegen, um sozusagen diese Mannigfaltigkeit auf Deutsch, weiß ich nicht, zu rekonstruieren und die wieder darzustellen, was ja quasi so ein inverses PCA ist in einer gewissen Art und Weise. Hast du da eine Idee, wie man das machen könnte? Hast du es halt so schon mal probiert? Also verstehe ich, dass du quasi die Anteile der Variablen berechnen willst oder inwiefern? Ja, quasi. Also ich habe sozusagen, also ansonsten gucken sich Leute in dem Problem halt immer nur die projizierten Versionen an auf 2 oder maximal 3 Dimensionen, und dann ist zwar die Frage, okay, wir gucken uns mal alle 8 gleichzeitig an und wie, also sowas ähnliches wie eine Loss Function, wie verhält sie sich auf dieser großen Manifold? Würde das damit auch funktionieren? Ich denke, das wird damit auch funktionieren, aber können wir gleich nochmal darüber gucken. Okay. Noch Fragen? Ist das immer auf der anderen Seite? Könnt ihr mir das dann mitbekommen? Danke. Hast du auch mal andere Algorithmen ausprobiert, wie entscheidungsbaumbasierte Ansätze? Ja, habe ich. Ich habe mich am Ende hier drauf beschränkt, weil beim anderen war es mal im Endeffekt zu viel Arbeit, das zu optimieren. Okay, na gut, danke. Hi, du hattest ja vorhin mal gesagt, dass wenn es nicht so gut klappt, versucht man es einfach nochmal, rührt ein bisschen drin rum. Jetzt insbesondere bei dem neuronalen Netz. Was für Ansätze hättest du denn da jetzt noch versuchen können, um das nochmal die Generalisierung ein bisschen hochzutreiben? Also ich hätte jetzt zum Beispiel die Anzahl der Knoten in den einzelnen Layern variieren können, beziehungsweise mehr Layer einführen und sozusagen die Reduzierung der Dimensionen auf eben binär langsamer durchführen können im Endeffekt, also mit mehr Zwischenschritten. Okay, und direkt dazu noch eine Nachfrage. Kannst du was über die Aktivierungsfunktionen sagen? Du hattest da irgendwie verschiedene verwendet, hatte ich gerade gesehen. Und warum du genau die verwendet hast, das ist für mich irgendwie noch ein bisschen Mysterium, wie wann man welche Aktivierungsfunktionen im Wesentlichen verwendet. In diesem Fall war es halt wirklich Try and Error. Okay, vielen Dank. Wenn man jetzt diesen Prozess durchführt und erst ein Modell baut und dann seine Daten testet, also ich kenne mich jetzt nicht groß aus mit Data Science. Okay, ich kenne mich jetzt nicht groß aus mit Data Science. Wenn man diesen Prozess mehrmals durchführt von Modell bauen und dann Daten testen darauf, und wenn man dann sozusagen sieht, dass nichts Richtiges bei rauskommt und dann wieder das Modell anpasst, kann es nicht passieren, dass dann sozusagen das Modell dann auch wieder von den Testdaten lernt, sozusagen, dass die Testdaten dann ihren Wert verlieren? Also Testdaten jetzt nicht. Du nimmst halt diese Trennung zwischen Testdaten und sozusagen Daten, mit denen ich trainiere, einfach nur, um zu vermeiden, dass ich kann jetzt zum Beispiel einen Algorithmus bauen, der auf den Datensatz, mit dem ich trainiere, perfekt funktioniert. Aber was nicht aufgrund der generalisierten Struktur der Daten liegt, sondern aufgrund der Struktur dieses einen Trainierungsdatensatzes. Dass der zum Beispiel eine Struktur hat, die ich nicht kenne, vielleicht irgendeine Regelmäßigkeit, die durch Zufall, durch Störeinstrahlung da reingekommen ist, die aber dann hoffentlich beim Testdatensatz nicht vorhanden ist. Und wenn ich diesen Algorithmus gebaut habe, der auf dem Trainierungsdatensatz perfekt funktioniert und der dann auf dem Testdatensatz auf einmal ein richtig miserables Ergebnis hat, weiß ich, ich habe sozusagen kein generalisiertes Feature gefunden, sondern einfach nur etwas, was durch Zufall in diesem Trainierungsdatensatz drin war. Macht das halbwegs klar, warum ich diese Trennung durchführe? Ja, also
meine Idee war halt bloß, dass halt, wenn man das Modell immer weiter anpasst, dass es dann auf die Testdaten stimmt auch sozusagen. Also dann ist halt vielleicht die Gefahr, dass das Modell irgendwann halt auch Eigenheiten von den Testdaten berücksichtigt, die eigentlich gar nicht sozusagen dann auf die Allgemeinheit wieder übertragbar sind. Ja, das ist eins der größten Probleme teilweise bei sowas, nennt sich Overfitting. Wenn ich halt sozusagen meine Anpassung so gesehen nur auf diesen Trainingsdatensatz immer wieder durchführe, ohne dass ich jetzt sozusagen sozusagen extern verifiziere, vermeidet man halt zum einen durch diese Zweiteilung, aber auch ist jetzt in diesem Fall wäre es jetzt zum Beispiel sinnvoll, andere Daten die von irgendeiner anderen Quelle zu nehmen und die auch nochmal da drauf zu schmeißen und zu gucken, ob sozusagen die Präzision erhalten bleibt. Zack, der Kameramann hat eine Frage. Moment. Ist immer ganz weit auf der anderen Seite mit den Fragen. Hi, was kannst du denn für Literatur empfehlen, wenn man sich damit näher beschäftigen will? Literaturempfehlungen. Ja, hätte ich jetzt, wenn ich den Titel noch auswendig wüsste. Es gibt ein relativ aktuelles Buch, irgendwie Data Science with Python oder irgendwie so in der Ähnlichkeit. Sonst frag mich gleich nochmal, ich habe das auch auf dem Rechner. Weitere Fragen? Sehr gut. Moment. Hi, ich bin gerade erst dazugekommen. Wie hieß die Library nochmal oder dieses Framework, sagst du? Ich habe jetzt für das Bereinigen von Daten benutze ich jetzt vor allem einmal Pandas zur Datenspeicherung, NumPy natürlich und Seaborn für diese Korrelationsanalysen sowie Sklearn für dann diese ganzen Bereinigungsgeschichten. Für den Machine Learning Teil habe ich jetzt Keras benutzt. Okay, danke. Fragen? Das ist gut. Ich bin auch der Meinung, dass ihr ihn ordentlich ausgequetscht habt, den lieben Limluk. Gut. Den Datensatz an sich werde ich auch nochmal veröffentlichen auf meiner GitHub-Seite plus den ganzen Source-Code dazu. Vielen lieben Dank, Limluk.